Herzlich willkommen aus dem Fuji Store in Nürnberg. Wir präsentieren euch heute kurz und knackig mit den wichtigsten Faktoren die neue Fujifilm XM5 Kompaktkamera. Kompaktkameras gibt es ja leider immer viel weniger. Die klein sind, die Kamera passt problemlos in der Jackentasche. Sie hat ein Zoom-Objektiv drin vom Weitwinkel bis zum Porträttele. Die Kamera hat 26 Millionen Bildpunkte mit dem bekannten Fujifilm eigenen X-Trans-Sensor, der ja von den Farben und den Farbmischungen viel besser ist. Die Kamera hat volle Performance durch den Fujifilm eigenen 5er Prozessor, den auch die Profikameras drin haben. Also sie hat eine sehr schnelle Datenverarbeitung. Sie kann dadurch wunderbare Aufnahmen im Videofilm machen. Sie hat sogar eine Vlog-Funktion, ein drehbares Display. Ja, aber ist eine Kompaktkamera. Sie ist unheimlich klein, sie ist unheimlich kompakt. Ja, wenn ihr das hier seht, also wirklich eine schöne, kleine, kompakte Kamera. Ich zeige euch mal den Vergleich. Im Moment gibt es ja nicht viele Kompaktkameras. Es gibt von Leica die D-Lux und es gibt die X100 von Fujifilm und dazu jetzt neu die XM5. Und ihr seht schon im Größenvergleich, dass die XM5 wahnsinnig klein und kompakt ist, aber den APS-C-Sensor drin hat mit 26 Millionen Bildpunkten. Also ihr könnt bis 12.800 ISO damit fotografieren oder filmen. Auch von oben sieht man, wie unheimlich klein und kompakt die Kamera ist. Eine schöne Geschichte, Bedienung von allen Funktionen von oben. Ja, wir haben neu direkt jetzt die Filmsimulation, die ich über das Drehrädchen wählen kann. Man kann aber auch eigene hinterlegen. Auf der anderen Seite habe ich meine Foto- und Videofunktionen direkt alle schnell zugreifbar. Also das ist eine tolle Geschichte. Und C1 bis 4, da kann ich meinen eigenen Filmlook hinterlegen. Ich kann meine eigenen Einstellungen von der Kamera hinterlegen. Ich habe ein Surround-Mikrofon drin für Videoaufnahmen und Vlogging, was auch eine sehr, sehr gute Rauschunterdrückung hat. Ich habe einen digitalen Bildstabilisator für die Vlog-Funktion, der sehr gut funktioniert. Ein riesengroßes Display in verschiedene Richtungen, schwenk- und drehbar. Toll ausgestattet für diese kompakte Größe und diesen großen APS-C-Sensor. Ja, asphärisches Objektiv ist direkt schon mit dabei, 15 bis 45. Aber das Besondere ist, ich kann trotzdem die Objektive wechseln. Ich kann in dem vollen Fujifilm-System, obwohl ich eine Kompaktkameragröße habe, einfach auf Prime Lenses drauf machen, wie hier natürlich das 1:1,256. Und obwohl das für diese Lichtstärke ein unheimlich kleines, kompaktes Objektiv ist, seht ihr, es ragt schon über die Kamera hinaus. Aber ich kann auch aus dem Line-Up von über 40 Fujifilm-Objektiven wählen. Also ich bin nicht so limitiert und beschränkt, wie es bei anderen Kompaktkameras ist. Man kann aufgrund der winzig kleinen Größe trotzdem das Objektiv wechseln. Also es ist eine tolle Geschichte. Ihr könnt gerne bei uns im Fuji-Store vorbeischauen. Da werdet ihr die Kamera ausprobieren, testen können. Ihr könnt sie mal in die Hand nehmen. Das Ganze anfühlen, wie schön sich das Metallgehäuse anfühlt. Und ihr könnt auch mal damit fotografieren gehen, um die Qualität zu vergleichen mit eurer bisherigen Kamera. Es werden auch noch weitere Videos folgen von der tollen XM5, speziell über die Vlogging-Funktion, über die Bildqualität, über die Menüeinstellungen, was die Kamera alles kann und auch über die tolle App. Weil die Kamera hat jetzt neu eine Highspeed-Verbindung für die App, die man auf dem Handy oder Tablet hat, wo man die Bilder sofort übertragen kann und kann diese dann, wenn man möchte, auf Instagram, Facebook, YouTube, die Videos kann man sofort veröffentlichen, wenn man möchte. Also, schaut euch die weiteren Videos an. Das war jetzt zur Vorstellung der Kamera. Bis bald. Tschüss.